Hallo, mein Name ist Lea und ich mache die Ausbildung zur Kauffrau für Tourismus und Freizeit. Hallo, ich bin Jonas und mache meine Ausbildung als Fachangestellter für Bäderbetriebe. Wir wollen euch heute mal zeigen, was wir in 3 Jahren Ausbildung alles so erleben. Kommt mal mit! Die Ausbildungen dauern 3 Jahre. Währenddessen durchläuft man viele Abteilungen. In jeder Abteilung, die der Gast zu sehen bekommt, tragen wir ein anderes T-Shirt. Besonders in den Bereichen liegt die Hauptaufgabe im Umgang mit Kunden. Besonders spannend ist die Abteilung Sauna, wo wir sogar eigene Aufgüsse durchführen dürfen und an den beliebten Motto-Saunanächten mitwirken dürfen. Auch in stressigen Situationen lernst du hier einen kühlen Kopf zu bewahren. Bei der Wahl des täglich wechselnden Mittagstisches darfst du deine Kreativität unter Beweis stellen. Egal ob Reparaturen oder Instandhaltungsmaßnahmen, jeder Tag in der Technik ist abwechslungsreich. Aufgabe der Fachangestellten für Bäderbetriebe sind die Reinigungsarbeiten im Bad, denn auch das gehört zu eurem Badespaß dazu. Aber auch wir dürfen uns einen Einblick in ausbildungsfremde Abteilungen verschaffen und uns sportlich betätigen. Einer der Hauptaufgaben bei den Fachangestellten für Bäderbetriebe ist es, zum einen für Recht und Ordnung im Bad zu sorgen und zum anderen die regelmäßige Überprüfung der Wasserqualität. Auch erlangst du während der Ausbildung dein DLRG Silberabzeichen. Dies brauchen die kaufmännischen Azubis auch für den 3-monatigen Auslandsaufenthalt in Kooperation mit GO Jugendreisen. In beiden Ausbildungsberufen gestaltet man das Animationsprogramm in den Ferien und actionreiche Kindergeburtstage wie Stand-Up-Paddling. Aber besonders wichtig sind natürlich die kaufmännischen Arbeiten, die man erlernt, während man in den Abteilungen Marketing, Personal, Buchhaltung oder Einkauf seine mitgebrachten EDV-Kenntnisse anwendet und erweitert. Auch der telefonische Umgang mit Kunden im Bereich Beschwerdemanagement wird hier erlernt. Teamwork wird bei uns besonders groß geschrieben. Um dies zu fördern, gibt es viele gemeinsame Aktivitäten, wie zum Beispiel der Azubi-Ausflug, der durch die Azubis eigenständig geplant wird und jedes Jahr stattfindet. Wir hoffen, wir haben mit den kleinen Einblicken dein Interesse geweckt und du möchtest ein Teil von Team Atlantico werden. Bewirb dich noch heute!